habe heute Wortfindungsschwierigkeiten. Sehr große Wortfindungsschwierigkeiten, was mich ziemlich anzipft, aber okay. Ja, es wird von mir kein Duftsammlungsvideo geben. Ich will das nochmal in dem Video richtig klar sagen. Es wird keins geben. Ich habe zuerst überlegt, heute zumindest habe ich überlegt, dann habe ich mir gedacht, nein, weil wenn ich euch die Düfte so zeigen würde, ich könnte niemals, niemals bei der Sammlung, die ich habe, könnte ich niemals so speziell auf die Düfte eingehen. Deswegen habe ich mir was anderes gedacht. Ich mache meine Duftaufbrauch-Challenge weiter. Ich habe auch mir ein paar Düfte aufgeschrieben. Das ist 2 Seiten lang. Das sind über 50, glaube ich. Ich werde die Zahl da irgendwo hinschreiben, weil ich werde das sicher nochmal zählen. Ja. Ich werde bei der Challenge quasi bleiben und versuchen, so viele wie möglich leer zu machen. Ich habe jetzt 9 Stück, die ich jetzt zurzeit benutzen will. 2 sind noch dabei, die ich im letzten Video euch gezeigt habe. Das verlinke ich euch dann unten, weil dann brauche ich die Duftrichtung nicht nochmal von dem erklären. Ich gehe dann auch nur ganz kurz auf die 2 ein und zeige sie auch vielleicht am Schluss erst. Ja, ich zeige sie dann auch erst am Schluss erst her. Und dann zeige ich euch mal die 9, die ich jetzt mir ausgesucht habe, die ich verwenden möchte. Und einen muss ich euch noch erwähnen, weil den habe ich in der Arbeit im Spind. Den erwähne ich euch auch dann noch schnell. Den erkläre ich euch dann. Ja, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Wortkurzer heute. Und ich finde es so besser, weil ich kann durch meine Sammlung switchen, mir welche aussuchen, die ich halt gerne jetzt im Sommer benutzen würde, was sehr viele jetzt sind. Ich habe nämlich das so ein bisschen geswitcht mit Düfte, die ich im Winter verwenden kann, Düfte, die ich im Sommer verwenden kann, und ich freue mich schon extrem drauf, manche zu benutzen. Bei manchen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, aber auf manche freue ich mich extrem. Und ich möchte dann halt so mehr dann in diesen kleinen Videos drauf eingehen. Ihr seht es ja dann eh auch im Aufgebraucht-Video, so wie in die letzten Aufgebraucht-Videos, ob ich es mir dann zwar nachkaufe oder nicht. Das wird so bleiben, da werde ich kein extra Video machen. Aber ihr seht halt dann meine Düfte, was ich so in der Sammlung hatte. So auf die Art, versteht ihr? Und ich kann da öfter auf die Duftnoten und so eingehen. Weil wenn ich das in ein ganz großes Video packen würde, dann würden wir, glaube ich, den ganzen Tag da sitzen. Und das geht nicht. Ich kann sowas und will sowas auch gar nicht. Und ich habe auch gar nicht so Bock, euch meine Sammlung zu zeigen. Ich finde das so in kleinen Schritten besser. Dann wisst ihr, was ich so quasi so hatte. Ihr seht es ja auch auf Instagram, wenn ich das poste, was ich habe. Aktuell noch in der Sammlung. Also, ja. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ich will wirklich keine Sammlung machen und ich hoffe, ihr versteht das und akzeptiert das so, aber ich will wirklich keine Sammlung machen. Ich finde, das ist so eine gute Lösung, dass ich euch dann hin und wieder die zeigen kann, die ich mag. In Aufgebraucht-Videos, wenn ich sie aufbrauche, oder in dem Update-Video jetzt. Weil ich will halt wirklich welche aufbrauchen, weil ich unbedingt, ich habe mich jetzt umentschieden, ich wollte noch vor kurzem den Tom Ford Lost Cherry haben. Ich habe mich umentschieden, ich will von Hermes den neuen Twilly haben. Ich habe eine Duftprobe davon bekommen, die sieht sie im nächsten Haul-Video. Ich will unbedingt diesen Duft haben. Ich bin verliebt in diesen Duft. Aber ich will noch warten, ich will jetzt mal welche aufbrauchen, weil es wird wirklich einmal an der Zeit, dass ich welche leer mache. Und dann schauen wir mal weiter, wann ich mir kaufen darf. Jetzt sind es, glaube ich, aktuell insgesamt über 50, habe ich, glaube ich, schon gesagt, die, was ich leer machen will, bis ich mir den Twilly kaufen kann, was ja eh lang dauert, aber ist eh besser, weil ich habe eh genug, wie man dann sehen wird, im Laufe der Zeit. Oder ich hatte dann genug, je nachdem, wie man da, wie schnell ich mit dem Aufbrauchen bin. So. Als allererster, den habe ich jetzt nicht da, den kann ich euch nur erwähnen im Video. Ich verlinke euch aber den Link unten, dann könnt ihr euch den genauer anschauen. Den habe ich jetzt im Spind in der Arbeit. Das ist ein Escada-Duft, der heißt Fiesta Carioca oder so. Carioca, irgend sowas. Keine Ahnung. Er steht in der Infobox. Das ist ein Escada-limitierter Duft von 2017. Drinnen ist Passionsfrucht, Himbeer, Veilchenblätter, Passionsblume, Orangenblüte, Jasmin, Moschus, Zedern, Zeder, Benzoe. Kenne ich nicht. Okay. Auch gut. Da steht jetzt Haltbarkeit 6,0, würde ich jetzt nicht behaupten, er hält jetzt nicht so lange, so wie der andere Escada, den ich euch dann gleich zeigen werde. Aber er riecht gut, ich habe den jetzt im Spinn und ich mag den sehr, sehr gerne. Aber der ist halt limitiert und den gibt es nicht mehr. Und ich würde auch, also Escada ist jetzt nicht so meine absolute Lieblingsduftreihe, meine Mama hat die auch gern verwendet. Deswegen verbinde ich das so ein bisschen mit meiner Mama und deswegen verwende ich die auch so gerne in letzter Zeit. Ja. Aber der ist echt, der ist okay.
Der ist echt okay. Was noch okay ist, ist der SK-Datei Sunset, den ich jetzt gerade zur Zeit verwende. Der sieht so aus. Ich weiß, ich habe bei manchen die Stöpseln vergessen, sorry. Der sieht so aus. Der ist auch fast leer, wie ihr sehen könnt. Ich habe den auch aktuell gerade oben. Und ich liebe den. Also der ist echt gut. Der ist wirklich gut. Aber den gibt es nicht mehr. Den gab es mal vor ein paar Jahren. Da steht jetzt 2011. Er kam aber dann, ich glaube 2018, 19, kam der in so einer Mini-Größe nochmal raus. Und ich habe ihn damals meiner Mama zum Geburtstag, glaube ich, geschenkt. Oder zum Muttertag oder so. Und ja, ich habe ihn mir halt dann genommen von ihr. Also sie mochte Escada extrem gerne. Und deswegen, ja, verbinde ich das so ein bisschen mit meiner Mom. Ja, der hat drinnen, das hätte ich jetzt fast vergessen zu sagen, irgendeine Mango. Ich verlinke euch eh alle Links von mir aus in die Infobox, wenn ich nicht vergesse. Aber könnte ich machen. Ich verlinke euch die, wenn es funktioniert, alle in der Infobox. Wenn nicht, könnt ihr gerne auf der Seite dann nachschauen, weil die verlinke ich euch unten. Die ist super, die Seite, ich liebe die. Da ist Mango drin, Blutorange, Nektarine in der Kopfnote, in der Herznote Himbeer, Lotus, Sternapfel, Wasserlilie. Ah, jetzt weiß ich, warum er mir gefällt. In der Basisnote Kokos, Moschus und Sandelholz. Und ich finde den echt, echt gut. Also ich habe den, wie gesagt, gerade oben. Ich finde den super. Ich finde, man riecht auch jetzt, wo man es weiß, finde ich, riecht man die Nektarine und die Mango raus. Das riecht so wie ein Fruchtcocktail. Das sagt immer mein Freund zu mir. Das riecht wirklich wie ein Fruchtcocktail. Ich mag den. Aber den gibt es nicht mehr. Das ist das einzige Negative an den Escada-Düften. Der neue, der jetzt im Sortiment ist, der gefällt mir nicht so gut, der heuer der Sommerduft, aber den Thai Sunset, den finde ich echt gut. Sollte der irgendwann noch einmal erhältlich sein, würde ich mir den auf jeden Fall kaufen, weil der ist wirklich nicht schlecht. Und ihr seht ja, wie gerne ich den benutze. Ich habe den auch im Urlaub sehr oft verwendet und so sieht er aus. Als nächstes möchte ich euch von meiner Lieblingsduftmarke einen zeigen. Von Armani, den Light. Und ich liebe diesen Duft. Es gibt ja jetzt einen neuen, den mag ich auch. Aber an mir mag ich den Light viel, viel lieber. Der ist auch, schreit auch komplett nach Sommer. Den habe ich von der Arbeit bekommen. Deswegen ist da nicht mehr so viel drinnen. Und deswegen ist es auch die große Größe, also nicht wundern. Ich sage euch mal, was da drinnen ist, weil dann könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen, nach was der riecht. Der hat gar nicht so viel drin, aber hat meine Lieblingsblume drin, Jasmin. Wenn das in einem Duft drinnen ist, dann stehe ich voll drauf. Bergamotte ist in der Kopfnote, in der Herznote ist Gardenie. Basisnote edle Hölzer. Also so groß beschrieben wird der Duft nicht. Er hält aber schon sehr lange, muss ich sagen. Auf der Haut zumindest hält er bei mir sehr, sehr lange. Ja, also ich würde ihn auch eher so als holzig, blumig beschreiben. Weil da hat man, also ich finde schon, dass er sehr intensiv ist. Man riecht aber auch sehr stark die Jasmin raus. Und ich liebe das, wenn ein Duft Jasmin drinnen hat, ist das absolut mein Fall. Und es muss nicht nur Jasmin sein, aber wenn er das drinnen hat, dann ist er auf jeden Fall einer meiner Lieblingsdüfte. Ob das jetzt einer meiner Lieblinge wird, weiß ich noch nicht. Ich muss ihn noch genauer ausprobieren. Aber von der Reihe, von diesen, die Joya heißen die, glaube ich, wenn ich es jetzt hoffentlich nicht falsch ausspreche. Ich will nicht einen Tritt in den A kriegen. Von der Reihe gefällt mir der Light eigentlich am besten. Okay, gar nicht wahr. Das Eau de Parfum gefällt mir auch. Weil das war auch einer meiner absoluten Lieblinge bis jetzt. Und der Light, der hat das quasi so abgelöst. Ich meine, der ist gelb, muss ich noch irgendwas sagen. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Der nächste Duft ist von Donna Karen, der Nectar Love. Der sieht so aus. Ich habe den anderen euch gar nicht nah gezeigt. Ich zeige euch noch kurz den Armani in einer Aufnahme. So sieht Armani aus. Und das ist der Nectar Love von Donna Karen. Da ist eh auch nicht mehr viel drinnen, wie ihr seht. In dem Duft ist drinnen Kopfnote, gelbe Fräsie, Mandarine, Grapefruit, Nektarine. Das andere kann ich nicht aussprechen. Salicial. Keine Ahnung. Herznote ist Jasmin, Maiglöckchen, und normalerweise mag ich kein Maiglöckchen. Mirabelle ist drinnen. Basisnote ist ein bisschen mehr, Zedernholz, Vanillemoschus, Bienenwachs und Neroli. Bienenwachs, das ist interessant. Ich finde das auch jetzt cool, die haben das bei der Seite umgeändert und da hat man jedes Mal so ein kleines Emoji daneben, das finde ich voll süß. Ich mag den ja wirklich gern, den Duft. Der ist mal was ganz, ganz anders. Ich mag halt so eher Düfte, die nicht so im Gespräch sind, ihr kennt mich ja. Da bin ich eher so diejenige.
die das halt, die immer die zeigt, die fast keinen interessieren. Ich finde halt, also es ist schon wieder Jasmin drin, was ja eh schon wieder mein Fall ist. Rausriechen, Mandarine würde ich jetzt sagen. Aber ich finde die Zusammensetzung einfach gut und auf meiner Haut riecht er auch sehr, sehr gut. Ich mag den im Sommer. Den mag ich im Sommer echt gern. Nektarlof war schon immer einer meiner Lieblinge. Ich glaube, da hatte ich mal eine Probe und seitdem habe ich mich in den verknallt. Das geht relativ schnell bei mir in letzter Zeit. Also die Proben helfen schon, muss ich sagen. Die Proben helfen wirklich. Machen wir mal weiter mit dem nächsten. Das ist nämlich der Lancôme Eclat Eau de Toilette. Der sieht so aus. Ihr wisst, wie er aussieht. Ich habe ihn euch in einem aufgebraucht Video mal gezeigt. Ich hatte den ja zweimal. Und einmal habe ich leider schon aufgebraucht. Ich liebe den. Aber er hat einen würdigen Ersatz gefunden. Also der, den, was ich euch in dem letzten aufgebraucht Video gezeigt habe, den Eau Soleil oder Nur Soleil Crystal. Soleil Crystal heißt er, glaube ich. Habe ich schon wieder den Namen vergessen, obwohl der noch relativ neu ist. Der hat den abgelöst. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr traurig, dass der weg ist. Weil der war auch, also der war wirklich gut. So, drinnen in der Kopfnote ist Bergamotte, Grapefruit, Mandarine, rosa Pfeffer und Tee. Irgendwie ist bei meinen Düften immer dasselbe drinnen. Fahrt euch das auf? Meistens immer Mandarine, Grapefruit, Jasmin, Moschus. Das ist immer am meisten drinnen. Dann ist in der Herznote noch Neroli, Jasmin Absolut, da haben wir es wieder. Orangenblüte Absolut, okay. Und türkische Rose. Basisnote Iris, das ist immer in den Lancôme La Vie Belle drinnen. Patchouli, Ambroxan und Moschus. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal die Flasche von Nan. Ich finde die sowieso wunderschön, die Flasche. Da sieht man, dass auch ein bisschen was fehlt, weil ich ihn ein paar Mal noch gesprüht habe, aber ich gehe halt mit dem jetzt sehr sparsam um. Was ja eh doof ist, weil ich habe ihn euch jetzt in dem Video gezeigt und ich will ihn auf jeden Fall demnächst leer machen. Ich weiß noch nicht wann, aber ich werde ihn demnächst leer machen, weil ich liebe dieses Parfum. Also das, ich bin trotzdem noch traurig, dass der weg ist, aber wenn ich ihn dann nicht mehr rieche und er aus dem Augen, aus dem Sinn ist, vielleicht gewöhne ich mich an den Gedanken, dass es ihn dann nicht mehr gibt. Weil ich würde mir niemals, ehrlich gesagt, einen Duft vom Internet bestellen. Ich bin nicht so. Ich bin dann noch old but gold und bestelle mir nie irgendwas online. Auch bei denen habe ich den Deckel vergessen. Das ist von Armani der C, was ja mein absoluter Lieblingsduft ist und was eine mega, mega Schande ist, weil den so viele Frauen tragen und ich hasse es, wenn ich einen Duft habe, den ich gern benutze und jeder trägt ihn. Das geht mir am Arsch. Das, so wie mein Träger gerade, geht mir das echt am Arsch. So wie mit einem Elisab. Elisab ist auch einer meiner Lieblinge. Also ohne Armani C und Elisab kann ich nicht. Es ist leider so. Aber es gibt halt viele, die meine Favoriten sind, die nicht jeder trägt. Und das finde ich auch gut. Ich sehe schon wieder so ein Schema. Kopfnote ist Mandarine, schwarze Johannisbeere, das wusste ich sogar. Sizilianische Bergamotte. Herznote Mairose, Absolut. Neroli, ägyptische Jasmin. Und Basis ist Amber, also helle Hölzer, Orkanox, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Patchouli und Vanille. Und das ist einer, ohne den kann ich gar nicht. Und mich nervt, dass es den jeder mag. Geht mir richtig auf den Sack. So wie mit La Vie Belle. Den mochte ich auch eine Zeit lang sehr, sehr gern. Aber dann kam ja das Eclat raus und dann war der mein Liebling. Jetzt ist es der neue. Der Crystal Soleil. Aber das wisst ihr ja eh schon vom Aufgebraucht-Video. Ich hasse das, dass so viele Frauen den benutzen. Ich mag das überhaupt nicht, weil ich verbinde den mit so der Anfangszeit beim Müller, wo ich erst angefangen habe. Ich war ja zuerst beim Douglas einen Monat davor und dann bin ich zum Müller gekommen und ich habe den erkannt vom Douglas und habe beim Douglas mich schon in den Duft verliebt, wie ich dort gearbeitet habe. Und dann hat ihn meine damalige Abteilungsleitung auftragen, die bisher jetzt meine Filialleitung ist. Und seitdem komplette Obsession, komplett. Und ich komme davon nicht weg, weil ich den halt so mit der Anfangszeit von Müller verbinde. Und ich finde das so eine schöne Erinnerung, wenn, ja, irgendwie hasse ich den Träger da. Da macht mich echt Kirre. Ja, ich verbinde das so mit der Anfangszeit. Und jedes Mal, wenn ich ihn aufsprühe, dann erinnert mich das an die Zeit, wie ich dort angefangen habe. Und
Ja, so richtige Nostalgie ist das für mich. Deswegen finde ich das so, so schade, dass den so viele Frauen verwenden. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ich bin heute echt zu wenig Zucker oder so, ich weiß es nicht. Ich habe ja eine Zeit lang dann, weil ich den Inn im Spind hatte von Larif, habe ich dann öfter auch den Intense verwendet und habe mich auch mit dem ein bisschen mehr angefreundet als mit dem normalen. Aber es ist halt jetzt nicht so ein Wow-Effekt, wie wenn ich den normalen sprühe. Bei dem ist es halt so Nostalgie pur. Komplette Nostalgie pur. So, einen habe ich jetzt noch, den ich euch zeigen kann. Und dann zeige ich euch noch kurz die beiden, die trotzdem noch in der Sammlung sind, weil ich sie noch nicht leer gekriegt habe. Einen habe ich jetzt noch und das ist von Jill Sander, der was 2020 rausgekommen ist, also letztes Jahr, der Sommerduft. Und ich liebe den. Ich zeige ihn euch kurz von nah an, weil jetzt habe ich den Armani C auch nicht ganz nah zeigt, oder? Das ist der Armani C. Irgendwie bin ich heute verpeilt. Oh Gott, bitte nichts runterfallen, bitte nichts runterfallen einfach. Und das ist der Jill Sander Sun. Ich mag die Sommerdüfte von Jill Sander Sun. Der ist überhaupt gut, also den... Ich glaube, da ist auch Kokoswasser ist drin, deswegen liebe ich den. Das war von 2020 die Limited Edition, das habe ich auch schon gesagt. Ich habe da damals den Tester bekommen, ich habe mich auch riesig, riesig drüber gefreut. Ich liebe von Jill Sander die Sommerdüfte. Dieser klassische Sun, den kann ich überhaupt nicht ausstehen. Das Eau de Parfum, was da letztes Jahr rausgekommen ist, den mag ich auch, der ist auch gut. Aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Ich finde den ganz, ganz neuen, das reine Parfum, viel, viel, viel besser. Das ist, glaube ich, eher so mein versteckter Liebling, würde ich jetzt mal behaupten. Aber die Sommerdüfte gehen immer. Und in dem ist drinnen, in der Kopfnote, Grapefruit und Kokoswasser. Deswegen liebe ich ihn auch so wegen dem Kokoswasser. Dann in der Herznote Orangenblüte und Tiare. Finde ich auch sehr interessant. Diesmal keine Jasmin. Und in der Basis Patchouli und Moschus. Und ich liebe den. Also ich will ihn jetzt nicht aufsprühen, weil ich habe schon so viel drauf, aber wurscht. Boah. Ich bin so verliebt in und den gibt es nicht mehr und das regt mich so auf. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwo meinen Lippenstiftfahrer drauf. Nein. Ich mag den gar nicht leer machen, aber ich finde den so gut. Das stört mich halt an Jill Sander. Die bringen immer so geile Sommerdüfte raus und dann gibt es die dann nicht mehr. Das regt mich echt auf. Weil der war neben dem Jill Sander Sun Shake, ich weiß nicht, ob ihr euch den noch erinnern könnt, war einer der besten. Also der Shake und der... Und da gab es dann auch eine Reihe, die Jill Sander Pop, die gab es auch jetzt vor kurzem wieder, komplett bei uns leer gekauft. Leider, aber ich hätte gerne den pinken gehabt, aber ich habe eh so viel. Ich darf mich eh nicht beschweren, ich habe genug Düfte. Aber der pinke davon ist echt geil. Aber ja, ich mag den. Und ich will den jetzt irgendwie im Sommer, wenn ich den Escada leer mache, ich kann heute echt nicht reden, aber mein Hirn ist Matsch. Wenn ich den Escada leer habe, möchte ich den als nächster unbedingt verwenden für den Sommer. Ich habe ja auch noch den Yves Rocher Kokos, den wollte ich eigentlich auch noch benutzen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich beide schaffe. Weil ich mag das dann nicht, wenn sie angefangen sind und die dann rumstehen und kaputt werden. Aber der ist echt geil. Oder vielleicht benutze ich ihn am Anfang ein bisschen zu Hause und dann, also privat und dann in der Arbeit im Spind, ich weiß es nicht. Ich finde den so genial. Der ist so genial. Ich weiß, man kann sich das nicht vorstellen. Das mache ich auch so ungern, Duftvideos. Aber ich bin froh, dass es diese Seite gibt und dass ich euch die Duftrichtung ein bisschen erklären kann. Weil dann versteht ihr ein bisschen wenigstens, wie ihr riechen könnte vielleicht. Ich finde den so genial. Also der kommt ganz, ganz nah, finde ich, den Lancôme La Vie Belle, den Crystal Soleil, den, was ich so gern mag, den neuen. Also der kommt den verdammt nah. Aber das genau das mag ich an dem. Ich glaube, das sind so zwei meiner absoluten neuen Lieblinge. So, auf die beiden gehe ich jetzt nicht so genau ein. Wenn ihr wissen wollt, wie die riechen, kann ich euch das andere Video verlinken. Ich habe die euch jetzt nur auch gezeigt, weil ich sie noch nicht leer habe. Den will ich dann auch irgendwann einmal in den Spind geben, weil ich kann die nicht so verwenden. Ich habe halt das Duschgel davon auch, aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich würde mir diese Victoria's Secret ehrlich gesagt nicht mehr kaufen. Ich finde, jetzt sprühe ich mich eh ein, wie so eine ganz extreme duftende Nutte, aber okay. Ich würde mir die ehrlich gesagt nicht mehr kaufen. Ich bin aber extra ein bisschen angepisst auch, weil die Duschgele auflassen haben von Victoria's Secret und die Duschgel finde ich viel, viel besser, aber ja. Wollte ich euch nur kurz zeigen, dass der noch nicht leer ist, so wie der Gucci Guilty noch nicht leer ist. Ich kann den das so schwer zeigen, weil der blendet so extrem.
aber bei denen habe ich so ein Problem. Ich mag den Duft, aber er erinnert mich an eine Zeit, an die ich nicht erinnert werden will. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich ihn auftrage. Jedes Mal, wenn ich ihn aufsprühe und ich benutze die Bodylotion, weil die habe ich jetzt durch Zufall auch da stehen, die ist auch fast leer. Deswegen will ich ja auch versuchen, den Duft leer zu machen und ich krieg's und krieg's nicht hin, weil er mich so an was erinnert, was ich einfach keinen Bock drauf habe in letzter Zeit. Ja, aber ich werde versuchen, ihn leer zu machen. Ich meine, es ist ja auch nicht mehr viel drin. Es ist ein guter Duft, aber an dem stört mich auch halt, dass den so viele tragen. Wirklich so viele tragen. Da ist eh besser, wenn er mich an was erinnert, an was ich nicht erinnert werden will, weil dann kaufe ich mal wenigstens nicht nach. Weil ihr wisst, ich hasse es, wenn urviele Leute den verwenden, beziehungsweise Frauen. Ich mag das nicht, wenn ein Duft so... Ja, das ist nicht so meins. Ich mag nicht so riechen wie jede Frau. Das mag ich einfach nicht. Deswegen bin ich auch nicht mehr so ein Lavier-Bell-Fan, sondern suche mir eine andere Sorte von den Lavier-Bell aus. Oder von den Opium. Geht's mir genauso leider. Da finde ich es auch schade, dass jeder den Black Opium trägt. Finde ich auch bescheuert. Und bei dem ist es dasselbe. Gucci Guilty ist kein schlechter Duft, aber es tragt ihn halt wirklich jeder. Ich meine, jetzt ist es schon ein bisschen ruhiger geworden. Ich glaube wegen der Jahreszeit, aber zu Weihnachten geht er meistens schon. Und das ist halt was, was mich stört. Ich will nicht so wie jeder riechen. Ja. Und eben, weil er mich an was erinnert, an was ich halt nicht erinnert werden will. Es ist kein schlechter Duft, aber keine guten Geschichten in Kombination mit dem Duft. Und das finde ich aber so interessant, wenn du in deinen Duft hast, was du in einer gewissen Zeit, so wie bei mir jetzt der Armani sie. Oder wenn ich den Davidoff Run Wild rieche, dann denke ich immer an meine Kurszeit zurück, wie ich im Kurs gesessen bin, auch urheftig. Also man verbindet die Düfte so mit Sachen, die man halt erlebt und ich finde das sowas von schön. Mir gefällt das so. Das macht, finde ich, auch die Düfte aus, wenn man das so verbindet. Ich kann halt keine Davidoff mehr riechen, aber es ist auch nicht mehr schlimm. Ja, also ich finde das halt, es hat positive und negative Seiten, aber ich finde so Düfte, finde ich so richtig interessant. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr kommt mit der Videoreihe klar. Ich hoffe es wirklich, weil ich will wirklich kein Sammlungsvideo machen, das müsst ihr verstehen. Aber ich finde das so schön, weil ich da schön auf die einzelnen Düfte eingehen kann und euch sagen kann, was ich mag, was ich nicht mag, was ich eventuell nachkaufe oder nicht mehr nachkaufe oder nicht mehr nachkaufen kann, leider. Aber ich finde das gut so. Und ich hoffe, ihr seid mit der Lösung ein bisschen zufrieden, weil so rede ich trotzdem über Düfte und ihr könnt trotzdem so einen kleinen Teil von meiner Sammlung sehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was für einen Duft ihr am liebsten mögt. Also, ohne den könnt ihr gar nicht leben. Schreibt sie dem mir mal bitte in die Kommentare. Bei mir ist es auf jeden Fall Elisab, leider, weil den ja auch jeder trägt und das hasse ich auch, aber an mir riecht er besser als an anderen, sagt jeder, oder? Und Armani Sie. Armani Sie und okay, Hermes Twilly gehört auch dazu. Das ist auch so einer, den hätte ich mir nie gedacht, dass der mir gefällt. Und aber der andere, nicht der erste, der rauskommen ist, sondern der zweite, der mit dieser dunkelroten Verpackung, nicht mit dem grünen Streifen drin. Aber der andere, der gefällt mir überhaupt nicht. Und der zweite, der rauskam damals, der war urgeil. Und der dritte, von dem reden wir gar nicht, der ist ja noch geiler. Aber dazu dann in dem Haul-Video mehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen sich beim nächsten Video wieder. Bye!